Wir stellen heute die Umfrage vor, die wir im vergangenen Frühling und Sommer durchgeführt haben, mit dem Titel Strategien urbaner Verkehrssteuerung in der Dachregion, Anforderungen an künftige Entwicklungen. Das Ganze würde ich heute zusammen mit meiner Kollegin Nathalie Sauter machen. Sie übernimmt den zweiten Teil der Präsentation. Wir würden Sie bitten, die Fragen für das Ende der Präsentation aufzuheben, damit wir den Vortrag möglichst durchgängig haben, sodass wir dann die Aufnahme ja, im Nachhinein verschicken können mit möglichst wenig Unterbrechungen zwischendrin. Ich frage mich jetzt gerade, warum die Folie nicht umschaltet. Jetzt. Hier habe ich mal aufgeführt, worum es heute gehen soll. Wir haben ganz kurz einen Teil zum Hintergrund. Da würden wir einmal das Kiwi-Projekt noch mal schnell vorstellen und die TUM-seitigen Aufgaben nennen. Anschließend kommen wir zur Motivation, wo wir aufführen, wieso wir uns mit dieser Thematik befasst haben und wie wir an das ganze Thema rangegangen sind. Anschließend haben wir einen Teil, wo wir die Ergebnisse der Experteninterviews vorstellen. Das wird analog zur vorgestellten Interviewstruktur ablaufen. Und aus diesen Ergebnissen haben wir dann Anforderungen an urbane Verkehrssteuerungen abgeleitet, die wir Ihnen auch vorstellen würden. Abschließend wäre noch ein kleiner Punkt zur künftigen Forschung mit dabei. Da würden wir unsere nächsten Schritte in Bezug auf die Forschungsumfrage und die daran anknüpfenden Aufgaben von Seiten der TUM aufzeigen. Ich entschuldige mich, irgendwie funktioniert das hier mit dem Folienumschalten nicht gescheit. So, wir kommen erstmal zum Hintergrund. Hier eine kleine Folie, wo es generell darum geht, was wir im Kiwi-Projekt behandeln. Es geht um die multimodale Optimierung der Verkehrssteuerung und Sicherheit in Ingolstadt mithilfe von KI-basierten Methoden durch die hochgenaue oder die Nutzung hochgenauer Daten durch stationäre und mobile Sensorik. Wir haben verschiedene Use Cases unter der Leitung unseres Lehrstuhls für Verkehrstechnik der TUM. Dazu gehören die Entwicklung einer multimodalen Netzsteuerung, die Berücksichtigung des Belegungsgrads und der Verspätungslage bei der ÖPNV-Priorisierung sowie die multimodale Prognose der netzweiten Verkehrssituation mittels FXD-Daten. Heute würden wir uns mit diesem Teil multimodale Netzsteuerung befassen, wo der erste Schritt, den wir durchgeführt haben, die Forschungsumfrage war. Auf dieser Folie habe ich nochmal ein ziemlich bekanntes Bild für unsere Konsortialpartner mitgebracht. Ist vielleicht interessanter für die Städte, an die wir die Präsentation verschicken im Nachgang. Man sieht hier unten nochmal ganz gut, was für Online- und Offline-Anwendungen wir im Laufe des Projekts versuchen werden zu entwickeln. Einerseits auf der Online-Seite sehen wir die Analyse und Prognose der Verkehrsnachfrage und Verkehrssicherheit sowie die Verbesserung der Prognose von LSA-Schalt. Zeitpunkten und das Erkennen und Warnen von Gefahrensituationen. Offline-Anwendungen wurden definiert als Trajektorienanalyse am Knotenpunkt zur Erkennung und Verbesserung von wiederkehrenden gefährlichen Situationen, die netzweite Analyse der Fahrzeugsensorik und die Verbesserung der netzweiten Steuerung sowie die Validierung der Gesamtsituation aus der Luft. Damit komme ich auch schon zur Motivation und zur Methodik. Auf dieser Folie sehen Sie recht generell einmal quasi den methodischen Gesamtkontext, wie wir uns das vorgestellt haben. Für uns, ja, oder fangen wir erstmal so an. Wir haben quasi den ersten qualitativen Teil definiert mit der Forschungsumfrage, indem wir Anforderungen und Bedürfnisse verschiedener Städte an die netzweite oder auch lokale Verkehrssteuerung identifizieren wollten, um daraus mögliche Strategien zur netzweiten Verkehrssteuerung abzuleiten. Gleichzeitig können wir daraus dann Anforderungen an künftige Steuerungen ableiten, die wir in ein Konzept einer Netzsteuerung einfließen lassen. Dieser konzeptionelle Teil, den wird Frau Sauter nachher noch ein bisschen genauer vorstellen. Und der letzte Schritt wäre dann der quantitative Teil, in dem wir mithilfe von einer Simulation die Entwicklung der multimodalen Netzsteuerung weiter vorantreiben und erproben und optimieren wollen. Wie schon gesagt, wird in dieser Studie jetzt dieser erste Teil mit der Forschungsumfrage und der Ableitung der Anforderungen behandelt. Der Rest ist quasi künftige Forschung, da kommen wir dann später ein bisschen genauer dazu.
Für uns war es wichtig bei der Durchführung der Forschungsumfrage, dass wir ja ein bisschen quasi eine Praxisorientierung drin haben wollten. Genau, wir haben beispielsweise gesehen, dass bisher hauptsächlich Umfragen durchgeführt wurden, die oft über den Status quo der aktuellen Verkehrssteuerung geredet haben. Unser Fokus lag wirklich eher darauf, dass wir künftige Anforderungen herausfinden, um eine ja, zukunftsweisende und künftig auch relevante Netzsteuerung entwickeln zu können. Ein weiterer Teil war quasi, dass wir die Übertragbarkeit des Netzsteuerungskonzepts durch den Einbezug vieler verschiedener Städte möglichst übertragbar gestalten wollten und so ja, die Übertragbarkeit des Konzepts auf andere Städte gewährleisten wollten. Auf dieser Folie sehen Sie, welche Städte alles teilgenommen haben. Wir hatten insgesamt 14 Städte, mit denen wir zwischen April und Juli 2021 geredet haben. Wir haben im Vorhinein immer einen Gesprächsleitfaden zur Verfügung gestellt, sodass sich unsere Gesprächspartner vorab schon ein bisschen vorbereiten konnten. Allerdings haben wir auch einen Fokus darauf gelegt, dass wir einen offenen Dialog halten, weil es uns sehr wichtig war, dass die ja, Städte ihre teils doch sehr deutliche Unterschiedlichkeit so möglichst gut herausbringen können. Anschließend haben wir nur abgestimmte Inhalte in der folgenden Auswertung mit aufgenommen, und das Ganze auch möglichst anonymisiert dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie die generelle Interviewstruktur, nach der sich dann auch die Ergebnispräsentation richten wird. Wir haben einen kleinen Teil generell zum urbanen Verkehrssystem abgefragt, ehe wir zu derzeitigen Strategien der urbanen Verkehrssteuerung gekommen sind, wo wir dann auch noch ein bisschen spezieller auf die einzelnen Verkehrsmodi eingegangen sind, sowie die räumlichen Ebenen der urbanen Verkehrssteuerung. Dann haben wir in einem Kapitel die geringe Popularität adaptiver Netzsteuerungssysteme behandelt, ehe wir anschließend über künftige Strategien in der urbanen Verkehrssteuerung geredet haben. Ein wichtiger Punkt, den wir auch noch ansprechen wollten, waren die Potenziale der künstlichen Intelligenz Aussicht der Städte, die wir befragt haben, damit wir quasi ein Bild aus dem ja, realen Praxisbetrieb bekommen, wo die Städte einschätzen, dass künstliche Intelligenz helfen kann. Auf der nächsten Folie sehen Sie mal so eine Verteilung zu gewissen statistischen Kennzahlen der Städte, die wir befragt haben. Hier geht es jetzt weniger darum, dass wir uns die Zahlen alle ganz konkret und genauer anschauen. Ich wollte damit eher darstellen, dass wir doch teils sehr deutliche Unterschiede in den Städten haben, die wir befragt haben, was sich beispielsweise an der Bevölkerungszahl zeigt. Also wir haben mit Städten geredet, die etwas mehr als 100.000 Einwohner hatten, bis hin zu Städten, die fast an die 2 Millionen Einwohner hatten. Das Ganze ist einfach nur nochmal gedacht, um zu sensibilisieren, dass dementsprechend auch die Ergebnisinterpretation bitte betrachtet werden soll, dass nicht jede Stadt einfach die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen ja, statistischen Kennziffern aufweist. Und dasselbe auch auf dieser Folie. Also wir sehen auch deutliche Unterschiede im Modal Split. Beispielsweise ein MIV-Anteil von zwischen 21 und 59% hatten wir in den Städten, die wir befragt haben. Auch das ist alles ein Punkt, den man ja, berücksichtigen sollte oder im Hinterkopf behalten sollte bei der Interpretation der Ergebnisse. Was mich auch gleich zum nächsten Punkt bringt, nämlich die Ergebnisse der Experteninterviews. Auf dieser Folie sehen wir ja, generell, was wir befragt haben zum urbanen Verkehrssystem. Wir haben erstmal über die Ausstattung der Verkehrssysteme geredet, wo wir herausfinden konnten, dass ja, die Verkehrssysteme doch sehr heterogen sind. Einerseits bezüglich der Steuergerätehersteller. Also viele Städte haben darauf verwiesen, dass sie absichtlich quasi ihr Verkehrssystem durch mehrere Hersteller ausstatten lassen, damit sie möglichst wenig abhängig sind von einem einzigen Hersteller. Dasselbe sehen wir auch beim Alter und bei der Erneuerungsrate der Systemkomponenten, die sich doch teilweise sehr unterscheidet. Eine weitere Sache, die wir betrachten konnten, war der Trend zur offenen Kommunikationsstelle OZIT. Immer mehr und mehr Städte scheinen mit aufzuspringen auf den Zug und reden auch sehr positiv darüber und sind sehr gut gestimmt bezüglich dem Austausch, der auch in ja, in den Netzwerken zwischen den Städten passiert.
Und was wir noch feststellen konnten, war, dass ja teilweise von Städten gesagt wurde, dass die Lebensdauer von Verkehrssystemkomponenten, die teils doch zwischen 15 und 20 Jahren liegt, bei der raschen technologischen Entwicklung, die wir aktuell im Verkehrssektor auch betrachten können, doch eine sehr proaktive Investition in Zukunftstechnologien erfordert. Auf der rechten Seite sehen Sie noch ein Diagramm, was die Bevölkerungszahl der Städte sowie die Anzahl der LSAs ins Verhältnis setzt. Man sieht dann einen recht linearen Zusammenhang, wo man grob ungefähr sagen kann, dass pro einer Million Einwohner ja etwas weniger als 1000 LSAs in der Stadt zu finden sind, was vielleicht, wenn ein paar Leute ans Studium zurückdenken, glaube ich, auch sowas war, was im Studium recht oft erzählt wurde und wir quasi auch einmal mit unserer Erhebung bestätigen konnten. Auf der nächsten Folie haben wir ein bisschen ja, niedergeschrieben bezüglich der Verkehrsdatenerhebung, was wir von den Städten herausfinden konnten. Man merkt, dass die Induktionsschleife immer noch die vorherrschende Technologie ist in Städten. Hier wird die hohe Zuverlässigkeit und die Genauigkeit der Technologie häufig genannt. Weitere Technologien wie beispielsweise Kameras oder Radare werden in der Regel außerhalb des üblichen Einsatzgebiets von Induktionsschleifen eingesetzt, wie beispielsweise auf Brücken oder Ähnlichem. Aber auch die Erfassung von nicht motorisierten Verkehrsteilnehmern wurde uns oft genannt, dass das beispielsweise durch Infrarotkameras oder Ähnliches sehr gut funktioniert. Wir sehen auch, dass hauptsächlich die kabelgebundene Datenübertragung stattfindet und eine ja, kabellose Datenübertragung eher weniger oft passiert, eher weniger oft durchgeführt wird. Auf der nächsten Folie kommen wir dann zu derzeitigen Strategien der urbanen Verkehrssteuerung. Sie sehen hier auf dem Diagramm einmal quasi die Ziele oder die Motivation, die die Städte genannt haben für ihre Verkehrssteuerung. Wir sehen schon, dass Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz durch jede Stadt genannt wurde. Der Grund ist hier, dass ja, Verkehrssicherheit und die Verkehrseffizienz wirklich explizit erwähnt werden in allen Richtlinien, die im Dachraum verwendet werden, sodass das nicht wirklich erstaunlich war. Was aber recht interessant ist, ist der doch hohe strategische Fokus auf die Förderung der Verkehrsträger des Umweltverbunds, also ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Was sich irgendwie auch noch einmal ja, ganz gut widerspiegelt in dem letzten Punkt unten, den Sie sehen, also der Kompromiss zwischen allen Verkehrsmodi, der doch nur von, ja, oder von weniger als 30% der Städten genannt wurde. Als genannter Grund war hier die politische Neuausrichtung vieler Städte. Also früher war es doch üblich, dass man eine autoorientierte Stadt- und Verkehrsplanung hatte. Heute geht man eher in Richtung inklusive und nachhaltigkeitsorientierte Planung und möchte deswegen eben mehr Fokus auf gerade Radfahrer und Fußgänger legen. Im Blick auf die räumliche und zeitliche Differenzierung der Strategien sehen wir auf dieser Folie. Erstmal zur räumlichen Differenzierung. Es war so, dass ausnahmslos jede Stadt Sportstadien und Messen genannt haben als Orte, wo speziell oder spezielle Strategien verfolgt werden. Weitere Nennungen unterscheiden sich da von Stadt zu Stadt. Wir haben da von einigen Schulen gehört, von manchen Städten wurden Krankenhäuser oder auch Industriestandorte genannt, die ja spezielle Steuerungsstrategien erfordern. Ähnliches sieht man auch bei der zeitlichen Aufteilung der Strategien, also hauptsächlich Sportveranstaltungen, Messen und kulturelle Veranstaltungen wurden hier von den Städten genannt. Was irgendwie recht logisch ist, wenn man den Vergleich zieht zur räumlichen Differenzierung. Weitere Nennungen unterscheiden sich ebenfalls wieder von Stadt zu Stadt. Hier hatten wir Städte, die politische Ereignisse genannt haben oder auch besondere Umwelt- und Wetterbedingungen. Auf der kommenden Folie sehen Sie ein Diagramm, wo wir abgefragt haben, welche Kriterien zur Bewertung der Verkehrssteuerung verwendet werden durch die Städte. Allerdings ist es so, dass wir nach den wichtigsten, anstatt nach allen Kriterien gefragt haben, weil wir herausfinden wollten, ja, was quasi das Gefühl der Städte ist, welche Kriterien sich besonders gut eignen, um Verkehrssteuerungen zu bewerten.
Man sieht hier recht gut, dass die zeitbezogenen Kriterien, Wartezeit, Reisezeiten sowie Zeitverluste vorherrschend genannt wurden. Der Grund dafür war, dass Städte meinten, dass man dieses Kriter oder diese Kriterien sehr gut auf verschiedene Verkehrsträger anwenden kann, was gerade im Hinblick auf ja, die Förderung von verschiedenen Verkehrsträgern ja doch ein wichtiger Hintergrund ist. Man sieht allerdings auch gleichzeitig, dass nicht wirklich ein einziger eindeutiger Trend erkennbar ist, da doch die Verwendung verschiedener Kriterien für verschiedene Zwecke genannt wurde. Also gerade die Anzahl der Halte beispielsweise ist was sehr Interessantes, wenn man grüne Wellen bewertet oder ähnliches. Und teils wurde auch von Städten genannt, dass verschiedene Metriken, die mehrere Kriterien vereinen, beispielsweise in einem Performance-Index oder ähnlichem, auch verwendet werden für gewisse Zwecke. Was auch sehr häufig gesagt wurde, war, dass diese Kriterien sehr häufig an Schwellenwerte gekoppelt sind, die teils auch räumlich differenziert werden. Also man kann sich das so vorstellen, dass manche Städte beispielsweise bei Schulen oder im Stadtzentrum niedrigere Schwellenwerte für Wartezeiten für Fußgänger definieren, als sie das an Industriestandorten tun. Genau, und an dem Punkt würde ich gerne an meine Kollegin Nathalie Sauter übergeben. So, vielen Dank, Mario. Ich würde jetzt mit den Verkehrsmodi weitermachen. Hier sehen Sie dargestellt die verschiedenen Verkehrsmodi betrachtet. Hinsichtlich des ÖPNVs waren wir doch sehr beeindruckt, wie weit verbreitet eine ÖPNV-Priorisierung ist. Wie stark der ÖPNV priorisiert wird, ist ein bisschen unterschiedlich, also gerade hinsichtlich der Konkurrenz von MIV und ÖPNV. Die grüne Welle für den MIV kann natürlich gestört werden durch eine ÖPNV-Priorisierung. Das heißt, es ist unterschiedlich von der Stadt, ob sie wirklich strikt sagen, ÖPNV geht immer vor, oder ob es auch mal wichtiger ist, dass die grüne Welle des MIV nicht gestört wird. Was man aber sagen kann, ist, dass alle Städte gesagt haben, dass Schiene vor Straße gilt. Also sprich, eine Tram wird vor einem Bus priorisiert. Was eher selten vorhanden war, war eine ÖPNV-Priorisierung basierend auf der Verspätungslage. Wobei aber auch gesagt wurde, dass dadurch durchaus Potenzial liegen könnte. Hinsichtlich des Radverkehrs wurden doch auch sehr häufig bauliche Maßnahmen genannt als Methodik, um was für den Radverkehr zu tun. Zum Beispiel getrennte Radwege oder auch Fahrradstraßen. Hinsichtlich verkehrstechnischer Maßnahmen ist man da erst in den Anfängen. Generell werden aber schon Sachen ausprobiert, wie ein grüner Welleassistent oder auch grüne Wellen für Radfahrer. Aber da ist man noch am Anfang. Aber die Städte haben alle gesagt, da möchten sie mehr machen in Zukunft für die Radfahrer. Hinsichtlich des Fußgängerverkehrs kann man sagen, dass die Minimierung der Wartezeiten ein sehr wichtiges Ziel ist in der urbanen Verkehrssteuerung. Das heißt, dass da teilweise dann auch zu kürzeren Umlaufzeiten gegriffen wird, um die Wartezeiten für den Fußgängerverkehr zu reduzieren. Was viele Städte auch genannt haben, ist, dass sie viel mehr auf mobilitätseingeschränkte Personen eingehen wollen. Das ist auch sehr relevant für die Steuerung hinsichtlich der grünen Zeiten oder auch Zwischenzeiten. Das ist aber ein schwieriger Punkt auch für die Städte, weil man natürlich auch nicht den MIV zu viel Grünzeit wegnehmen kann. Das Thema Emissionen wird auch natürlich immer wichtiger. Die Schadstoffbelastung in den Städten nimmt zu. Die Stadt Frankfurt hat deswegen zum Beispiel auch eine umweltsensitive Netzsteuerung eingerichtet. Das heißt, Emissionen spielen auch immer eine größere Rolle in der Verkehrssteuerung. Es kann aber auch zu Zielkonflikten kommen. Wenn man zum Beispiel was für die Radfahrer tun möchte und eine grüne Welle für Radfahrer einrichtet, dann hat es den Nachteil, dass die Emissionen für den MIV dadurch wieder ansteigen würden. Das heißt, man hat hier diesen Zielkonflikt, grüne Welle für Radfahrer bzw. Emissionen reduzieren. In der Sprechblase sieht man, dass das wirklich was war, was uns ein oder auch mehrere Städte gesagt haben. Das kommt jetzt auf den folgenden Folien noch öfters, dass wir Zitate der Städte mit eingefügt haben. Hier haben wir einige Beispielprojekte für Vulnerable Road User auch genannt. In Münster gibt es zum Beispiel einen grüne Welle-Assistenten für Radfahrer. Das sieht man hier. Das ist wie eine Art Ampelanzeige, die den Radfahrern
anzeigt, wie lange sie noch haben, um bei Grün über die nächstgelegene Ampel zu kommen. Was eben auch ein wichtiger Trend ist, sind bei den Fußgängern noch genauer die Anzahl der Fußgänger zu erkennen, um eventuell auch die Grünzeiten auszuweiten. Dafür hat zum Beispiel die Stadt Basel Wärmebildkameras eingesetzt, was man auch auf dem rechten Bild sieht. Das Ziel für die Zukunft wäre dabei sogar, mobilitätseingeschränkte Personen zu erkennen und entsprechend dann auch Grün- und Zwischenzeiten zu verlängern. Hier kommen wir nun zu den räumlichen Ebenen der Verkehrssteuerung. Wir haben bei uns in der Umfrage zwischen einer verkehrsabhängigen Punktsteuerung, der Liniensteuerung, also der klassischen Koordinierung, und der Netzsteuerung unterschieden. Was uns doch sehr überrascht hat, ist, dass die lokale Verkehrsabhängigkeit sehr weit verbreitet ist. Also von 13 der 14 befragten Städte haben an über 60% der LSAs eine verkehrsabhängige Steuerung eingerichtet. Im Durchschnitt sind 85% der LSAs verkehrsabhängig gesteuert. Ähnliches gilt für die Koordinierung, die ist auch sehr weit durchgesetzt und wird in großem Maße umgesetzt. Da haben zum Beispiel 10 Städte haben mindestens an 50% der LSA eine Koordinierung. Mindestens 50% der LSAs sind in eine Koordinierung eingebunden. Das heißt, dass im Durchschnitt 53% der LSAs Teil einer Koordinierung sind bei unseren befragten Städten. Adaptive Netzsteuerung hingegen waren eher in der Vergangenheit aktiv, um die 2000er Jahre. Dort hatten die Hälfte unserer befragten Städte hatten eine Netzsteuerung aktiv. Diese waren dann meist Teil von Forschungsprojekten und haben aber nie über 30% der LSAs in der ganzen Stadt eingebunden. Diese adaptiven Netzsteuerungen wurden in der Regel wieder komplett deaktiviert. Da möchten wir jetzt natürlich, wollten wir natürlich bei der Umfrage dann auch wissen, woran das liegt, aber da komme ich dann später dazu. Ja, oder auch in der Folie, genau. Also, warum sind adaptive Netzsteuerungssysteme nicht so populär? Also die Städte haben uns verschiedene Gründe dafür genannt. Also zum einen sind sie zu intransparent. Das heißt, für die Städte ist es eine Art Blackbox, die adaptive Netzsteuerung. Die Verkehrsingenieure können den Output kaum erklären gegenüber ihren Bürgern beziehungsweise auch nicht selbst steuern. Das ist auch in der Sprechblase unten rechts dargestellt. Für die Städte ist es sehr wichtig, das System ihren Bürgern gegenüber erklären zu können. Wenn sie aber das System nicht nachvollziehen können, dann ist es ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist das zu geringe Kosten-Nutzen-Verhältnis. Also die Städte haben uns zum Beispiel gesagt, dass die adaptiven Netzsteuerungen immer ähnliche Rahmenpläne produzieren, dass man aus diesen Rahmenplänen lernen konnte, sie selber anwenden konnte, aber es dann eigentlich keinen weiteren Nutzen mehr dafür gab. Und demgegenüber stehen sehr hohe Kosten. Das heißt, weil dann eben das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr gegeben war, wurden dann auch Systeme abgeschaltet. Ein weiterer Nachteil von adaptiven Netzsteuerungen sind zu häufige Umschaltvorgänge. Das heißt, durch diese häufigen Umschaltvorgänge flattert das System und die Verkehrssituation wird sogar kurzzeitig verschlechtert, was natürlich nicht das Ziel ist einer Netzsteuerung. Die Städte haben uns auch genannt, dass die bisherigen adaptiven Netzsteuerungen wie Motion oder Balance zu stark auf den MIV ausgelegt sind. Und das deckt sich dann nicht mit den verkehrspolitischen Zielen, die sie momentan in der Stadt haben. Das heißt, man möchte wirklich mehr für den Rad- und Fußgängerverkehr tun. Und das decken momentane adaptive Netzsteuerungssysteme noch nicht ab. Hier haben wir noch ein paar andere Zitate dargestellt, die zeigen sollen, wohin es in Zukunft gehen soll für die Städte. Die Städte haben klar gesagt, sie erkennen, dass man sich in einer neuen Ära befindet. Man hat in der Vergangenheit sehr viel für den MIV gemacht und auch für den ÖV. Man möchte aber jetzt versuchen, deutlich mehr Platz und Aufmerksamkeit für den Fahrradverkehr zu schaffen. Eine andere Stadt hat auch nochmal deutlich gesagt, unser Strategiepfad für die Zukunft sind autofreie Innenstädte. Es wurde auch nochmal betont, dass man versucht, die LSAs auf die neuesten Zukunftstechnologien auszurichten, damit man dann auch möglichst von Anfang an die neuen Technologien anwenden kann. Hinsichtlich der Netzsteuerung wurde auch gesagt, dass man sich eigentlich Netzsteuerung grundsätzlich wieder annähern möchte oder sich das vorstellen kann. Das wird aber nur
durchgeführt werden, wenn die Komplexität gering gehalten wird. Sonst hinsichtlich der Forschung haben die Städte gesagt, dass sie sich mehrheitlich mit Sensordaten und der Datenverarbeitung beschäftigen, und allerdings auch mit der Reduzierung von Emissionen durch Verkehrssteuerungsmaßnahmen. Wir haben dann natürlich auch gefragt, was die Potenziale der künstlichen Intelligenz sind aus Sicht der Städte her. Da war es sehr interessant, dass die Städte das Potenzial der künstlichen Intelligenz eher in der Verkehrslageschätzung, Verkehrsdatenverarbeitung sehen, als in der Verkehrssteuerung an sich. Da wurde zum Beispiel Sachen gesagt, wie auch die beste KI kann aus 60 Sekunden Umlaufzeit keine 70 machen. Oder auch KI hat Potenzial zur Früherkennung von Stauwurzeln, um diese möglichst zu durchbrechen. Herausforderungen sehen die Städte aber bei der Fusion verschiedener Datenquellen und da erhoffen sie sich eben auch Lösungen durch KI. Oder auch in der mangelnden Datenverfügbarkeit, wo man sich eben erhofft, dass wenn zum Beispiel räumlich in bestimmten Bereichen der Stadt keine Verkehrsdaten vorliegen, zum Beispiel aufgrund eines Sensorausfalls, dass man dann Annäherungen treffen kann durch die künstliche Intelligenz. Auf Grundlage unserer Umfrage haben wir Anforderungen für urbane Netzsteuerung zusammengefasst. Dafür haben wir vier Anforderungen formuliert. Die erste Anforderung ist die Erweiterung des Netzsteuerungsbegriffs. Das hat man bei der Umfrage mit den Städten deutlich gemerkt, dass eben die Netzsteuerung nicht so eng gesehen wird im Sinne der adaptiven Netzsteuerung, die man so kennt, wie Motion oder Balance, sondern dass man auch dass diesen Begriff deutlich weiter fassen kann. Natürlich kommen da so Fragen auf, wie weit ist denn eine Netzsteuerung räumlich ausgedehnt oder auch welche Maßnahme befasst denn eigentlich eine Netzsteuerung nach Definition? Wir haben einfach gemerkt, dass die Städte die Netzsteuerung weiter interpretieren wollen. Das heißt, bestehen aus einer typischen LSA-Steuerung wie der grünen Welle, dass aber auch Verkehrsmanagementmaßnahmen wie eine Pförtnerung oder Verkehrsleitsysteme immer wichtiger werden, um eine Netzsteuerung zu betreiben. Unsere zweite Anforderung, die wir aufgrund der Umfrage schlussfolgern konnten, ist die Transparenz und die Einbeziehung der Erfahrung der Städte. Also Transparenz einer Verkehrssteuerung ist unabdingbar, damit sie jederzeit von der Stadt nachvollzogen werden kann, selber bedient werden kann und auch gegenüber den Bürgern erklärt werden kann. Es sollte auch in Zukunft immer mehr die Erfahrung der Städte mit einbezogen werden. Das betrifft dann die Auswahl der Verkehrssteuerungsmaßnahmen oder auch ja, das Festziehen von Frühwarnsteuerpunkten oder Problempunkten im Netz. Unsere dritte Anforderung ist die Multimodalität. Das wurde ganz klar von den Städten kommuniziert. Allerdings gibt es natürlich da auch bestimmte Konflikte oder Herausforderungen. Also aus Sicht des ÖPNV möchte man priorisieren. Aus Sicht des MIVs möchte man eine grüne Welle machen oder vielleicht auch eine Pförtnerung. Oder für Radfahrer kann man steuerungstechnisch auch zum Beispiel eine grüne Welle machen. Eine ÖPNV-Priorisierung stört allerdings die grüne Welle. Und auch die grüne Welle für Rad und MIV sind kaum kompatibel. Das heißt, dadurch entsteht die Frage, wie kann man dann überhaupt eine multimodale Steuerung entwerfen, wenn man diese verschiedenen konkurrierenden Ziele verfolgt. Dem gegenüber steht auch noch fix, sage ich jetzt mal, der Fußgängerverkehr, für den immer ausreichende Grün- und Zwischenzeiten gegeben sein müssen. Die Lösung in dem ganzen Problem, wie kann man eine multimodale Verkehrssteuerung entwerfen und was für alle Verkehrsmodi tun, ist die räumliche zeitliche Differenzierung. Das sieht man hier in der Grafik. Also ein Beispiel für eine zeitliche Differenzierung wäre, dass man zum Beispiel unter der Woche eine grüne Welle für den MIV machen würde und am Wochenende eine grüne Welle für Radfahrer. Eine räumliche Differenzierung würde zum Beispiel umfassen, dass man in der Nähe von Universitäten, wo ja sehr viele Studenten mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass man dort mehr für den Radverkehr tut und dort eine grüne Welle für Radfahrer macht und den MIV zurückstellt. Unsere vierte Anforderung ist eine verbesserte Verkehrslageschätzung und Vorhersage. Es wird immer wichtiger, dass man neuralgische Punkte im Netz erkennt. Die Städte haben das häufig schon aufgrund ihrer Erfahrung von selbst gemacht und steuern auf Grundlage ihrer Erfahrung. Und diese Erfahrung wollen wir aber auch immer viel vermehrter mit einbinden in unsere Netzsteuerungen.
Ein wichtiger Punkt ist da auch, dass man sich neue Methoden überlegt, wie man die Verkehrslageschätzung Vorhersage verbessern kann. Da bietet sich die künstliche Intelligenz an, bei der Datenfusion und Verarbeitung, aber auch bei der Erkennung von Mustern im Verkehr. Die Städte haben häufig gesagt, dass sie wissen, wie man auf bestimmte Situationen reagieren muss. Sie bräuchten nur Unterstützung dabei, diese Situationen möglichst früh zu erkennen. Hier sieht man nochmal eine Zusammenfassung der vier Anforderungen. Nun möchten wir noch einen Ausblick auf die künftige Forschung geben. Wie Mario schon am Beginn der Umfrage der Präsentation gesagt hat, war diese Forschungsumfrage unser erster Schritt, um einen Status quo der Verkehrssteuerung zu erfassen. Die letzten Umfragen sind teilweise 10 Jahre oder so her. Das heißt, uns ging es darum herauszufinden, hat sich denn die Verkehrssteuerung in dieser Zeit verändert? Wie sieht es dort momentan aus? Damit wir sehen uns nämlich als Universität auch irgendwo als Vernetzer. Also wir wollen zusammenbringen, wie sieht es in der Praxis aus, und wollen aber auch den Städten die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen und auch einen Eindruck zu bekommen, wie es denn sonst überall in der Dachregion aussieht. Das ist eben auch was, was Städte uns sehr häufig genannt haben, dass es sie sehr interessieren würde, wie denn andere Städte ihre Verkehrssteuerung machen. Also welche Strategien andere Städte verfolgen. Das heißt, diese Umfrage war der erste Schritt für uns, ein Konzept zu entwerfen. Wir von der TUM werden eine Netzsteuerung entwerfen. Da werden wir zum einen die Erfahrung der Stadt Ingolstadt einbeziehen, um sie für Ingolstadt zu entwerfen. Aber natürlich ist es uns auch wichtig, eine Übertragbarkeit für andere Städte zu gewährleisten. Wir werden dabei vor allem simulativ unterwegs sein und verschiedene Sachen testen in der Simulation.